Herzlich willkommen zurück zu Pentiment und einem weiteren Teil in diesem Let's Play. Ich freue mich sehr, denn wir sind mit Magdalene ein ganzes Stück weitergekommen im Hinblick auf die Frage, was uns denn jetzt wie zu welcher Zeit erwartet. Und ich sehe gerade, ich muss ein bisschen die noch Oma nachjustieren. Für die Kamera. Sieht ein bisschen eigenwillig aus. So. Halt. So ist doch gut. So ist gut. Genau, und wir sind jetzt faktisch aus der Abtei der Klarissen nach draußen gekommen und haben einen Hinweis darauf, dass es wohl einen Geist gibt, der sich in der Küche der Klarissen mit Essen bedient, mutmaßlich, und aus dem Boden kommt, das heißt aus dem Zugang über das Aquädukt. Und der Zugang aus der Bibliothek, der ist ja da, und es gibt den Zugang über die Krypta, der ist da. Und zum Zweiten fehlen in der Werkstatt Farben. Naja, also ich würde ja mal vermuten, dass das Andreas ist, den wir da nachstellen jetzt. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Es kann auch irgendwas anderes sein. Es ist vielleicht auch nur meine Hoffnung, dass Andreas noch lebt. Aber das werden wir jetzt vielleicht herausfinden, denn wir erkunden jetzt die Kirche. Oh, da muss ich den Ton mal ein bisschen lauter machen. Oh, das ist schön. Und ich spreche mal nicht die nächsten Minuten, solange wir die Musik hören. Mein Gott, das ist erstaunlich. Wie hat das wohl vor dem Brand ausgesehen? Jetzt muss ich doch reden. Magdalena hat das nie gesehen. Magdalena ist mit ihrem Vater auf dem Arm zur Abtei gelaufen, als die Revolte ihren Höhepunkt erreichte, und war dann auch beim Brand der Bibliothek dabei. Und danach war sie nie wieder hier. Und das muss ich vielleicht auch mal sagen. Wenn wir die ganzen Informationen haben über Mars und Gaius Metellus, dann nur deshalb, weil wir natürlich das Wissen von Andreas weitertragen, über das verfügt Magdalene nicht. Deswegen es sind die Schlüsse, die wir ziehen, natürlich nicht im Figurenwissen von Magdalene angelegt, sondern wir werden mehr oder weniger in eine auktoriale Perspektive versetzt, die wir jetzt einnehmen können, nachdem wir die ersten zwei Kapitel mit Andreas gespielt haben. Ihre Figurensicht ist natürlich ganz anders auf die Dinge, deswegen reagiert sie auf bestimmte Informationen natürlich ganz anders als wir. Alles stürzt im Feuer ein. Ich muss vorsichtig über diesen Schutt klettern, um weiterzukommen. Verdammt. Oh nein, da komme ich nicht mehr hinauf. Wenn ich klettere, könnte es ganz zusammenbrechen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Und die Krypta kann ich nicht. Hier ist verschüttet. Zum Turm. Die Glocken aus dem Glockenturm.
Von der alten Treppe ist nichts mehr übrig. Hier komme ich nicht weiter. Und diese Ranken reichen bis ganz nach oben. Sie sehen stabil genug aus, um mein Gewicht zu tragen. Nun, es gibt keinen anderen Weg hinaus. Ach, Magdalena. Ich habe immer so eine Angst, warum, dass man hier in eine Situation gebracht wird. Von hier aus kann ich ganz Tassing sehen. Ich frage mich, ob ich die Fundamente der Abtei zusammensetzen und einen Weg zur Bibliothek finden kann. Vielleicht schlecht übersetzt. Ich wette, so könnte ich hinunterkommen. Das Dach sieht ziemlich stabil aus. Zum Glück kann mein Vater das nicht sehen. Nebenbei ein paar Bildschirmfotos. Für ein neues Fotobild. Das bietet sich hier, glaube ich, gerade an. Ist auch schön, irgendwie nach so langer Zeit jetzt die Abtei wiederzusehen. Oh, die sieht furchtbar aus. Ich erinnere mich an den Brand der Bibliothek. Papa hat mir erzählt, dass ich nur ein Baby war, aber ich erinnere mich an die Flammen, die aus den Fenstern lodern. Viele Leute sind schreiend umhergerannt. Ich habe mich in dieser Nacht in den Schlaf gemeint. Seitdem habe ich diesen Ort nicht mehr gesehen. Es sieht nicht so aus, als wäre drinnen noch etwas übrig. Eine vergebliche Hoffnung. Nun, Magdalene, wie willst du hier rauskommen? Diese Rosen scheinen die Abtei zu ihrem Zuhause gemacht zu haben. Ich bin froh, dass hier noch etwas Schönes wächst. Gerhards Grab steht Rosen. Matthias. Das Grab der Gründerin. Diese Rose scheinen die Abtei zu haben. Okay. Matthias Grab. Georgs Grab. Niemand denkt mehr an sie. Ihre Gebeine werden nie in der Krypta liegen. Nur mit Royum ging es, glaube ich. Weiß ich auch nicht mehr genau. Perfekt, Royum. Dieser Ort ist ein Chaos. Sehr traurig. Ah, hier komme ich hier nach draußen. Die Tür klemmt, hier komme ich nicht durch. Okay, das Spiel lenkt uns also in den Kapitelsaal. Das Wandbild. Es ist verblichen, aber ich kann immer noch einige der Figuren erkennen. Ein Totentanz? Aber der ist übermalt. Was? Diese Figuren sehen neu aus. Die Farbe ist höchstens ein paar Jahre alt. Jemand hat etwas hinzugefügt. Das ist merkwürdig. Er würde dem Totentanz neue Figuren hinzufügen. Und warum? Diese sehen aus wie Menschen aus der Stadt, von hier, Verstorbene. Es muss der Baron sein. Und das ist Otto. Moment, ist das... Hier ist jemand. Hallo?
Wer seid ihr? Ich würde sagen, Andreas. Psst. Schauen wir uns das doch mal an hier. Also hier geht es nicht weiter. Die Figuren, die sie identifiziert hat. Ich fange mal hinten an. Das geht vielleicht einfacher. Das ist Andreas. Andreas Mahler. Wer ist das? Wer ist das? Das Kleine, soll das Kaspar sein? Aber da ist er nicht gestorben in den Flammen. Das ist Guy. Der hat die Pläne gefälscht. Das ist Otto. Der hat die 12 Artikel in der Hand. Das ist Ferenc, ja, der Okkultist. Und das ist der Baron. Ich sehe gerade, ich muss den. Den Monitor mal ein bisschen einstellen. Und zwar muss ich den ein bisschen heller machen. An dem ich spiele. So. Jetzt kann man nichts erkennen. So. Gut. So ist schön. Jetzt lässt die ganzen Frauen dir um ihren sozialen Stand und ihren Verstand gebracht hat. Mutmaßlich könnte sein. Die Tür. Wer auch immer mich beobachtet hat, muss nach draußen gerannt sein. Das gefällt mir nicht. Ich denke, ich habe alles gesehen, was von der Abtei noch übrig ist. Ich will hier raus. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte jetzt nicht übel Lust. Oh, wann hat es angefangen zu schneien? Ich sollte ins Rathaus zurückgehen und weiterarbeiten. Ich hätte jetzt nicht übel Lust, nicht ins Rathaus zu gehen. So, Moment. Müssen wir das. Den Screen noch, das Grün nochmal anpassen, ein bisschen. So, ist gut. Ich hätte ja nicht übel Lust. Ins Aquädukt zu gehen. Aber wenn mir das Spiel jetzt Andreas vorenthalten will, ist es ja überhaupt kein Problem, da kann sich ja sonst wo verstecken. Gut, aber hier ist auch nichts zu holen. Sich natürlich sonst wo verstecken, ne? Das Gästehaus kann ich nicht, ist abgesperrt. Da kann ich auch nicht rein. Na gut, da hören wir jetzt auf mit der Suche, sondern gehen zurück nach Tassing. Oder schauen wir nochmal auf den Abstecher beim Köhler vorbei. Vielleicht ist ja Andreas beim Köhler. Da sitzen ja die ganzen Gestrandeten. Vielleicht weiß da was. Es ist schön. Nee, ich muss mit Adam reden. Hallo Magdalene. So. Hallo, kann ich etwas für euch tun? Wir müssen Wasser geschliffen werden. Ich bin Magdalene Truberin, jetzt seid ihr ein Freund von Adam. Das will ich hoffen, ich bin Watzlaw. Ich bin Kesselflicker. Ich reise umher und helfe Menschen, indem ich Messer schärfe und dergleichen. Druckerin, seid ihr die Tochter eines Druckers? Mein Vater und ich sind beide Drucker. Beschäftigt ihr euch viel mit der Ware?
lese Bücher. Watzlaw, nicht. Ihr werdet wieder in Schwierigkeiten geraten. Schwierigkeiten wegen mir? Nein, nicht wegen euch, Fräulein Druckerin. Er hier kann nicht anders. Er muss ständig mit allen über die seltsamsten Dinge sprechen, die er glaubt. Er liest alle möglichen Bücher, spricht mit seltsamen Leuten und in seinem Kopf brodeln Ideen. Aber den alten Adam stört das überhaupt nicht. Aber einige andere Leute stört das sehr. Wen? Priester, Menschen mit begrenzter Vorstellungskraft. Inquisitoren. Zwei Inquisitoren. Wir wollen die Gefahr nicht übertreiben. Naja. Will ich wissen, was passiert ist? Vor langer Zeit hatte ich in der Stadt ein Streitgespräch mit einigen Leuten. Sie berichteten Vater Thomas davon. Zu seiner Ehre sei gesagt, dass er sie anwies, es gut sein zu lassen, aber irgendwie erfuhr es ein Inquisitor. Jedenfalls musste ich für eine Weile gehen. Also Bücher, seltsame Ideen. Ja, die Hostie, die Eucharistie, Brot und Wein, Leib und Blut Christi. Na gut, Watzlaw lässt nicht anbrennen, Eucharistie ist mehr oder weniger ist der zentrale Ritus der christlichen Kirchen, also die Feier des Herrn. Das Mahl des Herrn, das wir im Kloster, im Refektorium gesehen haben, steht praktisch als Sakrament zentral in der christlichen Verehrung. Die Heilige Kommunion, was ist damit? Immer mehr Menschen schreiben darüber, dass sie die Wandlung ablehnen. Oh, Watzlaw. Also das stimmt, ja, also vor allen Dingen Teile der Reformierten tun das, Luther selbst nicht im Übrigen. Und die Wandlung bezieht sich darauf, dass im Ritus der Eucharistie die Hostie, also Brot und Wein, zu Leib und Blut Christi werden. Und zwar real präsent, substanziell. Luther geht davon auch aus, im Übrigen, aber die Reformierten, also Zwingli, die reden von dem metaphorischen Verhältnis, ja, also das heißt, dass die Hostie, der Leib und der Wein das Blut Christi sei, nicht ist. Und das ist ein Unterschied. Und er führt in der Reformierten oder in den reformierten Kirchen und in protestantischen Kirchen dazu, dass man sich erst, da lasse ich mich auch gern belehren, also ich glaube erst 1973 zu einem gemeinsamen Abendmahlsverständnis führt. Also 400 Jahre später als dieses Spielspiel. Da sieht man so ein bisschen, also der Watzlaw fasst ja nicht an irgendwas ran, sondern an das Herz, ja, der römischen Kirche. Okay. Die Idee, dass Brot und Wein bei der Eucharistie buchstäblich zu Leib und Christi werden. Da haben wir es. Es geht wieder los. Ja. Nun, es gibt dabei zwei Betrachtungsweisen. Die erste beruht auf der Begründung, mit Wycliffe und Hus sie abgelehnt haben. Ja, deswegen hat Hus auch gebrannt im Übrigen. Das hatten wir auch im Spiel. Für unsere Augen, unsere Sinne ändert sich nichts an Brot und Wein. Aber das bedeutet nicht, dass sich nicht doch etwas verändert hat. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Selbst wenn Brot und Wein zum Leib und Blut Christi würden, warum ist das für die spirituelle Vereinigung erforderlich? Wir sind durch Fleisch gebunden und versuchen uns durch die Eucharistie wieder mit dem Licht Gottes zu vereinen. Der Akt, die Zeremonie vereint unseren Willen mit dem von Christus. Er ist in uns durch die Erinnerung gegenwärtig, nicht durch den physischen Akt. Ist das nicht Ketzerei? Vielleicht, aber die eigenen Lehren der Kirche besagen, auch wenn ein Zelebrant diesen ketzerischen Glauben hat, hängt die Wandlung der Hostien nicht davon ab, nur von der Zeremonie selbst. Das ist richtig. Der rituelle Vollzug stellt Wahrheit her, nicht was die Akteure und Akteurinnen selbst davon halten. Ich höre mir das alles nicht an. Wollt ihr hören, warum es wichtig ist, nicht an die Wandlung zu glauben? Ja, jetzt kommt bestimmt etwas Gutes. Ich kann nicht sagen, ob das Sarkasmus ist, aber sei es drum. Alles beginnt damit, dass Luzifer die Welt erschafft. Man könnte das viel einfacher machen, ja? Okay, dass Luzifer die Welt erschafft, ist nicht biblisch. Das heißt, ist nicht in den ersten Büchern Mose dokumentiert. Das heißt,
Watzlaw redet hier über Apokryphe, also das heißt Apokryphe-Texte, die nicht zum Kanon der biblischen Bücher gehören, oder um die nachbiblische legendarische Überlieferung. Also die auch zum Beispiel die Geschichte der Engel erzählt und so weiter und so fort, worüber die Genesis überhaupt nicht spricht, also das erste Buch Mose von der Erschaffung der Welt. Also wenn er hier behauptet, dass Luzifer die Welt erschafft, ist das nicht biblisch abgesichert. Wie bitte? Gott war das Wort und das Wort war die Wahrheit und die Wahrheit ist Licht. Johannes Evangelium und Eingangsverse der Genesis ein bisschen abgewandelt. Das Licht ist Gottes Wille. Gottes Licht enthielt Aspekte, die wir Engel nennen, Facetten seines unendlichen Intellekts. Einer dieser Aspekte trennte sich von seinem Intellekt und manifestierte sich in der Dunkelheit als der verderbte Wille Luzifer. Gott selbst wohnt im Dunkeln. Also in der Undifferenziertheit, ne? Das ist wichtig. Also Dunkelheit ist eine Metapher, also ist nicht, die Dunkelheit ist ein Sinnbild und ganz konkret für das Undifferenzierte, nicht Ausdifferenzierte, nicht Erkennbare. Ja, während die Welt, die im Licht liegt, die ist differenziert. Da kann man sagen, okay, das ist ein Baum und das ist ein Tier und das ist ein Mensch und das ist keiner. Im Dunkeln geht es nicht. Das ist hier, deswegen ist die Dunkelheit das Undifferenzierte. Ich sag nichts. In dieser Dunkelheit warf Luzifer sein falsches Licht, eine verderbte Nachahmung des göttlichen Intellekts zur Erschaffung der Welt. Alles Materielle in unserer Welt ist von Natur aus eine verderbte Manifestation dieses falschen Lichts. Wir haben durch unseren Intellekt immer noch eine Verbindung zu Gott, aber sie ist fehlerhaft, weil sie in unseren physischen Körpern existiert. Also irrt das Buch Genesis. Gott, ey, Watzlaw, das kannst du doch niemandem erzählen. Du gehst sofort auf den Scheiterhaufen. Es gibt viele Schöpfungsgeschichten, sogar viele Versionen der Genesis. Warum glaubt ihr, dass eure die richtige ist? Ihr glaubt die, die eure Kirche euch gegeben hat. Ja. Hättet ihr eine andere bekommen, würdet ihr die stattdessen glauben. Ja. Aber ihr glaubt dennoch, dass wir durch Christus, also Jungfrauengeburt diskutiere ich jetzt nicht mit Watzlaw. Das wird albern. Aber ihr glaubt dennoch, dass wir durch Christus erlöst werden können, richtig? Natürlich. Endlich ein Hauch von Vernunft. Aber nicht so, wie ihr denkt. Natürlich nicht. Der Weg zur Erlösung ist die Wiedervereinigung unseres Willens mit Gott. Wie machen wir das? Regelmäßiges Gebet, Abkehr von materiellen Wünschen, Läuterung und Beseitigung des Verlangens. Das klingt wie ein Leben als Mönch. Nein, nein, Priester und Mönche sind korrupte Handlanger der kirchlichen Geschäfte. Ey, du wirst so brennen, Watzlaw, das gibt's doch nicht. Aber cool, also cool, ich hoffe, dass er... Er sollte sich schnellstmöglich in den Schutz einer reformierten Gemeinschaft begeben. Also Calvinisten zum Beispiel. Sie haben die Einfachheit der heiligen Hingabe mit Prunk entweiht. Genau wie die Heiligen. All dieses Gerede von Moritz und Satya und Wundern, das sind nur Geschichten. Die Kirche hat die Menschen in die Irre geführt und ihre Hoffnung auf bedeutungslose Rituale gelenkt, in dem Glauben an Reliquien. All der feiert hier eine Grundfeste nach der anderen der römischen Kirche ab. Jetzt nimmt er noch den Ritus aus Korn. Ja. Also das heißt, dass die römische Kirche steht auf den Säulen Schrift, Ritus, Tradition. Na? Ihr habt interessante Ideen, Watzlaw. Ich bin froh, dass ihr das so seht. Ich habe mein Leben lang darüber nachgedacht. Wie auch immer, danke für euren Entgegenkommen, Magdalena. Es war erhellend. Bis später. Bis dann. Na, ich hoffe mal, dass nur der Geist von Watzlaw erhellt wird. Ich bin mir da nicht sicher. Rede ich jetzt nicht zur Mühle, gehe ich jetzt auch nicht. Da habe ich dich zaubern, ich gehe mal direkt ins Rathaus. Oh. Kraft. Hey Magdalena, seid ihr hier, um einen wohlgeformten Handwerker von seiner besten Seite zu bewundern?
Ich nehme an, das heißt nein. In Ordnung. Ihr wart eindeutig genug. Ihr meint wahrhaftig und endgültig nein. Ich würde noch mehr mit den Augen rollen, aber ich fürchte, sie können dabei versehentlich beschädigt werden. Ich kann nicht zulassen, dass ihr diese schönen Augen beschädigt. Schon gut. Autsch, da bin ich wohl voll reingetreten. Wollt ihr euch die Reparaturen ansehen, die ich vorgenommen habe? Um die Wahrheit zu sagen, es läuft nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Was ist das Problem? Ich nahm an, die Schwierigkeiten kämen mit dem Stein oder den Werkzeugen oder meinem Mangel an künstlerischem Talent. Aber es ist mehr als das. Es ist in meinem Kopf. Ich sehe einfach nicht den richtigen Weg. Außerdem will mein Vater, dass ich mir auf dem Hof helfe. Ich möchte dort sein, aber Opa hat mir alles über das Handwerk beigebracht, also Linhard. Er wollte wirklich, dass ich Erfolg habe und mir macht die Arbeit Freude. Es ist, als könnte ich mit dem Stein sprechen, wisst ihr? Nicht mit Worten, aber ich kann sehen, wie Linien voller Spannung durch den Fels fließen. Ich weiß, wie man das eine aus dem anderen formt, wie man etwas erschafft, etwas, das Bestand hat. Was sind coole Gespräche, ja? Watzlaw, jetzt Kraft. Oma hat sogar angeboten, also Agnes, ne? Eine Ausbildung bei einem Steinmetzmeister zu fördern. Papa wird mich so oder so unterstützen, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass ich in beide Richtungen gleichzeitig gezerrt werde. Versteht ihr? Ihr könnt nicht nach den Regeln und Forderungen anderer leben. Aber tun wir das nicht alle jeden Tag? Wir leben nach den Regeln Gottes, wir leben nach den Forderungen unseres Herrn, wir leben unter den Wünschen unserer Eltern. Wir sind niemals frei, sondern immer an jemanden oder etwas gebunden. Am Ende seid ihr derjenige, der eine Wahl trifft. Also muss ich nur eine Entscheidung treffen, auch wenn ich die Konsequenzen nicht kenne. Jesus, das ist so schwer, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, ihr solltet die Lehrstelle annehmen. Es ist besser, als in Tassing zu bleiben, oder? Jetzt kann ich wegen die... Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte anders machen können. Ja, ist geil. Ich weiß nicht, es gefällt mir hier. Und ich habe genug von Opa gelernt, um weiterzumachen. Außerdem wird sich niemand um die Maurerarbeiten der Stadt kümmern, wenn ich weg bin. Das Fundament der Kirche ist ernsthaft gefährdet. Und wer sagt, dass es im Frühjahr keine weitere Überschwemmung geben wird? Nein, ich sollte bleiben. Ich werde Oma sagen, dass ich mich entschieden habe. Nun danke, dass ihr mir zugehört habt, Magdalene. Kein Problem. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich verstärke nach wie vor die Mauern der Kirche. Um ehrlich zu sein, ich würde gerne Steine aus der Ruine der Abtei wiederverwenden, aber Vater Thomas verbietet es. Es sei unziemlich. Gute Steine werden verschwendet, ich verstehe es nicht. Die verbrannte Ruine einer Abtei ist immer noch eine religiöse Stätte. Genau wie die Kirche. Ich würde also nur Steine von einem heiligen Gebäude zum anderen tragen. Mitreum Kirche. Na gut, dann bis später, Magdalene. Bis dann, Kraft. Schaue ich jetzt mal noch zur Agnes rein. Oder zu Kret? Nee, komm. Wir wollen das Spiel zu Ende bringen. Karl. Guten Tag, Fräulein Druckerin. Der ist immer gut gelaunt. So, jetzt schauen wir doch mal. Vielleicht kann mir der Stolz jetzt noch mal bei der Geschichte von Tassim helfen. Da sitzt immer noch an seiner Kotze. Oh Mann, ey. Magdalene, was wollt ihr? Hallo, Dr. Stolz. Ich habe hier ein Buch und kann es nicht sehr gut lesen. Könntet ihr mir helfen, es zu übersetzen? Nein. Aber ich... Nein, Magdalene, für euer Analphabetentum ist meine Zeit zu schade. Hey, es ist nichts Dummes und ich bin keine Analphabetin. Gott verdammt, ich sagte nein. Geht. Na, der hat echt zu viel. Der wird sich tot saufen als nächstes. So, sitzt er immer noch hier an seinem Bier. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn nochmal frage. Ach, wir sind eigentlich alles aus dem Buch. Jetzt wir gehen jetzt mal zum Gemälde. Machen mal was Vernünftiges. Blick auf die Uhr werfen. Weiß ich nicht. Arbeit am Wandbild.
20. November. Magdalene, Dr. Stolz. Ihr beeilt euch also mit dem Wandbild, wie? Hoffentlich arbeitet ihr deshalb nicht schlampig. Hier fehlen die Symbole. Stell ich gerade fest, die Icons. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Spiel. Ist ein bisschen. Tja, ich habe das Gerüst so montiert, dass genügend Luft durchkommt. Auf diese Weise trocknen die Farbschichten schneller. Aha, das war sehr klug von euch. Auf jeden Fall will der Rat hören, was er tut. Ich habe die frühchristliche Geschichte von Tassing recherchiert, nach dem Weggang der Römer. Wie die Menschen sich in den Ruinen niederließen, wie die Abtei gegründet wurde, warum unsere Heiligen für uns so wichtig sind. Es waren sehr viele Informationen, aber ich habe mich für ein Motiv entschieden. Und? Das würde ich. Das mache ich. Das könnte einigen Leuten in der Stadt missfallen. Die Heiligen sind schließlich ein zentraler Bestandteil der Geschichte von Tassing. Die Menschen klammern sich an alle möglichen Geschichten, um ihrem Leben einen Sinn zu geben. Denkt daran, das Wandbild dient nicht eurem Vorteil, sondern soll Tassing gut aussehen lassen. Ich denke daran. Das ist gut. Nach diesem Abschnitt wartet immer noch sehr viel Arbeit. Ich weiß noch nicht einmal, wie ich die Revolte darstellen werde. Ah ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Wandbild andere Schwierigkeiten bereitet als üblich. Es ist seltsam, eine Geschichte zu erzählen, die immer noch in den Herzen so vieler Menschen hier weiterlebt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand darüber reden will. Alle haben die Erinnerung einfach weggesperrt. Und das klingt, als hättet ihr alle Hände voll zu tun. Dann lasse ich euch jetzt mal in Ruhe. Oh, Dr. Stolz, ja? Habt ihr jemals jemanden bei der Abtei herumlungern sehen? Oder davon gehört? Ich war seit Jahren nicht mehr in der Abtei und nein, ich habe von so etwas noch nie gehört. Warum? Ich habe jemanden gesehen, der mir folgte, mehrmals. Nein, darüber weiß ich nichts. Wenn sonst nichts ist... Nein, gute Nacht, Dr. Stolz. Gute Nacht, Magdalene. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken hier. 20. November. Na gut, Abendstunde. Jetzt habe ich nur noch den letzten Teil des Wandbilds vor mir. Wie soll ich die Revolte malen? Aber sprach man davon, dass der Erzdiakon damals der Einzige war, der wirklich Gerechtigkeit wollte. Aber wie hieß er? Der einzige Name, an den ich mich erinnern kann, ist der des Erzdiakons, der nach Tassing kam, als dieser Baron getötet wurde. Jakob Estler. Vielleicht hat er als Erzdiakon einen Bericht über die Revolte verfasst. Ich schreibe ihm und frage. Und natürlich muss ich auch Esther antworten. Ich schreibe ihn heute Abend vor dem Schlafengehen. Gut, es ist neu hier. Nachricht. Pass auf. Wie kommt die hierher? Hör auf. Wo kommt die Tinte her? Wo kommt die Tinte her? Das macht mich irre. Wo kommt die Tinte her? Das ist genau wie die Nachricht, die Papa gefunden hat. Sollen sie mir Angst einjagen? Und wenn ich nicht aufhöre, werden sie dann versuchen, mich als nächstes zu töten? Ich muss Papa danach fragen, das kann kein Zufall sein. Aber er ist so schwach, ich will ihn nicht aufregen. Ich muss nur auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ich hoffe, es gibt einen richtigen Zeitpunkt. Dass die
Dass das Buch so verpackt ist, stört mich. Kraft. Brigitta und Martin, der Sohn. Ach, der wird es schon gut machen. Der wird sich gut. Der wird sich gut machen. Okay, da schreibe ich jetzt mal noch die zwei Briefe. Und dann machen wir Schluss. Also, wo fange ich an? Ich werde dem Erzdiakon Jakob Estler schreiben. Vielleicht kann er mir von der Revolt berichten. Ich werde auch einen Brief an Esther schreiben. Hoffentlich kommt der Kurier noch vor dem Winter über die Pässe. Jakob Estler, ehemaliger Erzdiakon von Freising. Mein Name ist Magdalene Druckerin. Ich bin eine Künstlerin aus Tassing in Oberbayern. Ich glaube, ihr wart in unserer Gemeinde, als ihr 1518 den Mord an Baron Rotvogel in der Abtei Kirsau untersucht habt. Erinnert ihr euch an irgendetwas von diesem Fall, das die Leute in Tassing vielleicht vergessen haben? Erinnert ihr euch insbesondere an Nachrichten, die jemand geschrieben hat, um den Mörder zu provozieren? In den folgenden Jahren sind in Tassing weitere aufgetaucht. Anscheinend Vorboten des Todes. Vielen Dank für jede Hilfe, die ihr gewähren könnt. Magdalene Druckerin. Werte Esther, ich hoffe, es geht dir gut. Du musst wissen, wie unglaublich glücklich ich für dich und Sigmund bin. Und Elisa natürlich auch und deinen Eltern. Es wärmt mein Herz, dass es deiner Familie so gut geht. Wenn dieser Brief dich erreicht, wird der Winter Tassing wahrscheinlich schon eingehüllt haben. Nachts friert es bereits, also habe ich die Werkstatt umgestaltet, damit die Tinten nicht schlecht werden. Müsst ihr euch darüber in Prag Sorgen machen? Du hast gesagt, es schneit, aber ich habe mir immer vorgestellt, dass es bei dir im Winter wärmer ist. Papas Zustand ist viel schlimmer geworden und er hat starke Schmerzen. Dr. Stolz war, nun, er ist ein nützloses Arschloch. Nur Gott weiß, warum er so ein verbitterter alter Mann ist. Er hat Papa fast vollständig vernachlässigt. An manchen Tagen taucht er gar nicht auf und wenn doch, zischt er mir ein paar Anweisungen zu und verschwindet wieder. Ich wünschte, ich würde den Grund dafür kennen. Ich mache mir Sorgen um Papa. Ich habe Agnes um Hilfe gebeten, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Er wird es nicht schaffen und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ach so, das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mit Agnes gesprochen hätte. Okay. Christus, ich habe Angst, Esther. Das Wandbild schreitet gut voran, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jemand folgt. Ich sehe diese Gestalt immer wieder in der Stadt. Nachdem ich die Mine erkundet hatte, um die frühe Geschichte von Tassing zu erforschen und dann wieder in den Ruinen der Abtei. Wer auch immer es ist, ich bin mir sicher, es ist niemand aus Tassing, aber was will er von mir? Überaus merkwürdig. Ich bin schon einige Mal sehr erschrocken deswegen. Aber ich will dich nicht beunruhigen. Bisher ist mir nichts passiert, also denke ich, dass ich in Sicherheit bin. Die einzig gute Nachricht im Moment lautet, dass das Wandbild bald fast fertig ist. Es müsste bis Weihnachten fertig sein oder kurz danach, jedenfalls aber vor Neujahr. Dann werde ich vielleicht endlich in der Lage sein, dich zu besuchen und diesen Simon kennenzulernen. Wie auch immer, ich fürchte, das wird mein letzter Brief in diesem Jahr sein. Die Reichspost kam bereits zu spät und berichtet von immer mehr Schnee auf den Pässen. Anscheinend steht uns ein harter Winter bevor. Halte dich warm und grüße deine Familie und Simon. Alles Liebe, Magda. Magdalene isst im Übrigen nichts. Es ist spät, ich sollte mir etwas Ruhe gönnen. Na dann. Es geht auf Weihnachten zu. Okay, 21. 22. Frau Druckerin, nur ein Brief für euch heute.
Der Pass ist kaum noch zu überqueren und der schwere Schnee setzt dem Pferd mir sehr zu. Wie auch immer, schönen Advent, meine Liebe. Vielen Dank euch auch. Ah, eine Antwort von Jakob Estler. Fräulein Druckerin, ich erinnere mich an den Fall Rotvogel, obwohl es über ein Jahrzehnt her ist, dass ich als Erzdiakon gedient habe. Ich bin nicht mehr mit dem Amt des Fürstbischofs verbunden. Tatsächlich bin ich nicht mehr mit der katholischen Kirche verbunden. Wenn es euch nichts ausmacht, mit einem Lutheraner zu sprechen, werde ich euch erzählen, woran ich mich erinnere. Also man sieht gut, wie die Spannungen durch die Gesellschaft durchziehen. Das ist gut gemacht. Die Nachrichten, die ihr erwähnt, wecken in mir eine Erinnerung. Einer der Männer, die ich in Kirsau befragt habe, war ein Künstler aus Nürnberg, Andreas Mahler. Er erwähnte, dass er Nachrichten gefunden habe in einer feinen Handschrift, die einzelne Personen zur Gewalt gegen den Baron aufstachelten. Meine Untersuchung war zu klein angelegt, um die Angelegenheit zu ergründen, aber das beunruhigte mich. Jetzt, nach so vielen Jahren, weitere Nachrichten zu finden, muss bedeuten, dass ihr Verfasser immer noch aktiv ist. In diesem Fall lag eine Schlange jahrzehntelang zusammengerollt im Schoß eurer Gemeinde. Vielleicht liegt sie immer noch dort. Was bringt diese Schlange dazu, alle paar Jahre aufzuwachen und einen neuen Mord zu inszenieren? Ich befürchte, dass die Suche nach der Antwort auf diese Frage euch in ihre Reichweite bringen könnte. Solltet ihr jedoch entschlossen sein, dem Problem auf den Grund zu gehen, müsst ihr euch wohl bei euren Nachbarn erkundigen. Ich rate zur Vorsicht bei eurer Untersuchung dieser Angelegenheit. Wenn die Schlange nur schläft, kann es gefährlich sein, in ihren alten Ruhestätten herumzustochern. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Möge Gott euch segnen und beschützen. Jakob Estler. So, von Esther kein Brief. Prag. Pogrom. 1543. Frühe Neuzeit. Okay. Ich kenne mich in der, muss ich ehrlich zugeben, in der jüdischen Geschichte nicht so gut aus, aber ich will es euch mal zeigen. Das heißt, das war leider zu erwarten. Huch, warum findet ihr das nicht? Jetzt schauen wir es uns mal an. Also die Geschichte der Juden in Prag. Oder halt Geschichte der Juden in Tschechien. Und mir kommt es hier auf diese Passage an. Ich hoffe, das ist jetzt noch im Bild. Muss mal ganz kurz prüfen. Ja. Also frühe Neuzeit. Unter der Regentschaft Georgs von Budibrat und der Jagellonen kamen erneut antijüdische Gesetze auf. Danach fiel Böhmen an die Habsburger und die Juden blieben weiter rechtlos. 1543 kam es zu einer Massenflucht der Juden. Danach war Prag die einzige jüdische Gemeinde in Böhmen und dort wurden die Juden auf der linken Brustseite der Oberbekleidung mit gelbem Stoff gekennzeichnet. Erst als Rudolf II. 1576 den Thron bestieg, wurde es im Prager Ghetto ruhiger. In dieser Zeitspanne trat auch Rabbi Löw in Prag in Erscheinung. Ja, das ist es. Deswegen kommt vielleicht keine Post. Okay. Interessant, also ich hoffe, dass ihr das noch, dass ihr das
noch thematisieren im Spiel. Bin gespannt, ob sie das hinbekommen. Ich gehe besser zurück ins Rathaus. Es gibt noch viel zu tun. Sag's, Nikolaus. Bringt der gleich auf Heiligabend. 23. 24. Tatsächlich. Guten Morgen, Papa. Ich bin mit dem Wandbild endlich wieder im Plan und kann heute mit dem letzten Teil beginnen. Ich verspreche, ich werde es schaffen. Magdalene, ich bin stolz auf dich. Danke, Papa. Es tut mir leid, dass Dr. Stolz dir verboten hat, heute Abend auf die Feier zu gehen. Ich weiß, wie sehr du den Pechtenlauf liebst. Ein germanisches Volksritual, das um die Weihnachtszeit gefeiert wird. Die Stadtbewohner verkleiden sich als Pechten und vertreiben böse Geister aus der Stadt, um diese im kommenden Jahr zu schützen. Sollte ich ein bisschen aufpassen. Naja, dann eben nächstes Jahr. Richtig. Das wirst du nicht erleben. Wie fühlst du dich? Dr. Stolz hat gesagt, er kommt heute wieder vorbei. Gut, gut, es geht mir gut. Bist du sicher? Brauchst du etwas? Nein, nein, geh nur, alles in Ordnung. Tatsächlich ist meine Stimmung heute gehoben. Es ist schließlich Heiligabend. Natürlich. Ach, was ist los? Papa, ich habe eine Nachricht gefunden damals im November. Eine Nachricht, was meinst du? Es war wie eine Nachricht, die ich in deinen Plänen für das Wandbild gefunden habe. Nur ein Stück Pergament. Es sah aus, als stamme es aus einem alten Manuskript. Aufwendige Schrift, violette Tinte. Woher ist die Tinte? Da stand nur, hört auf. Weißt du, woher sie kam? Wer sie geschrieben hat? Magdalene, ich... Oh Gott, das muss Ötz sein. Er wollte mit mehr Brennholz vorbeikommen. Jetzt lass das Brennholz. Wenn du etwas weißt, dann musst du es mir sagen. In Ordnung? Ich weiß, mache ich. Können wir später darüber reden? Vater, ich sage es dir, versprochen. Na schön. Ich komme später wieder. Gut, pass da draußen auf dich auf. Oh Mensch, jetzt muss ich Holz holen vom Ötz. Mann. Vielleicht stirbt er mein Vater in der Zwischenzeit, aber Hauptsache habe ich dann Holz. Guten Morgen, Magdalene. Guten Morgen, Ötz. Kalt draußen, was? Eiskalt. Bin ganz neidisch auf Nico, der den ganzen Tag drin bleiben kann. Selbst Endres hat seine Schmiede, die ihn warm hält. Wie auch immer, hier. Ich habe etwas Brennholz für euch und euren Vater mitgebracht. Vielen Dank, Ötz. Gern geschehen. Also, wie geht es eurem Vater? Kann er zur Weihnachtsmesse kommen? Ich denke, er wird heute Abend im Bett bleiben. Ich werde versuchen, dabei zu sein. Aber ich muss an dem Wandbild weiterarbeiten. Es geht um den letzten Abschnitt. Über die Bauernrevolte, richtig? Es fühlt sich komisch an, darüber zu sprechen. Sie hatte großen Einfluss auf Tassing, aber wir waren damals nur Kinder. Ich kann mich nicht erinnern, was passiert ist. Ich war ein Säugling. Ich habe meinen Vater nicht mal gekannt. Das macht es schwierig. Ich muss alle fragen, die in dieser Nacht bereits erwachsen waren, aber ohne alte Wunden aufzureißen. Wie wäre es, wenn ihr mit den Leuten sprecht, während sich alle auf das Weihnachtsfest vorbereiten? Clara spricht manchmal über diese Nacht, Mama auch. Vielleicht könntet ihr sie fragen. Natürlich. Eva. Wojislav und Mathilde sind die einzigen Benediktiner, die noch in Tassing leben. Vielleicht reden sie mit mir. Ich klicke jetzt hier mal drauf. Ich weiß ja, was es ist. Daran habe ich nicht gedacht. Dennoch ist das Wandgemälde für Tassing, nicht für die alte Abtei. Agnes war schon immer in Tassing, oder? Ich würde an eurer Stelle zu ihr gehen. Vater sagt, sie habe geholfen, alle zu begraben, die in ihrer Nacht gestorben sind. Ich frage mich, ob sie darüber reden würde. Es ist euer Vorhaben, Magdalene. Könnte ein Versuch wert sein. Ich habe auch dem alten Erzdiakon deshalb geschrieben. Er glaubt, dass die Ermordung des Barons und Ottos Tod mit der Revolte zusammenhängen. Wem? Der Mann, der wegen des Mordes an Baron Rotvogel nach Tassing kam. Was ist mit ihm? Er war der Richter nach der Ermordung des Barons. Was, wenn alle Todesfälle in Tassing miteinander zu tun haben? Ich wüsste nicht, was der alte Baron mit der Revolte zu tun haben sollte. Geht es euch gut? Ich denke, ihr sucht nach Verbindungen, die es nicht gibt. Vielleicht ist euer Wandbild daran schuld. Ich muss der Sache auf den Grund gehen, Ötz. Dahinter steckt mehr, ich weiß es. Wenn ihr sicher seid, ich werde es irgendwie herausfinden. Danke für das Holz. Bis später, Max.
Jetzt hat recht. Ich sollte anfangen, mit den Leuten in der Stadt zu sprechen. Ich sollte anfangen, wenn ich vor dem Pechtellauf noch mit allen reden will. Ja, solltest du. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und fragen mal, gucken mal, ob Klaus noch mit uns reden will. Klaus. Magdalene. Hey Papa, wie fühlst du dich? Kann ich dir etwas bringen? Nein, nein, es geht mir gut. Mach ruhig weiter. In Ordnung, ich komme später zurück und sehe nach dir. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Wäre zu schön gewesen. Agnes Steinhauerin, genau. Claras Mann. Boah, jetzt komme ich durcheinander. Clara. Clara, wer ist Clara? Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Wahrscheinlich werden sich viele Stadtbewohner in der Goldenen Hand versammeln, um die Weihnachtsfeier vorzubereiten. Einige von ihnen erinnern sich bestimmt an die damaligen Ereignisse. Ötz hat gesagt, dass Papa nach mir gesucht. Ich muss die Pläne für das Wandbild aus der Werkstatt... Hä? Achso, nee, das ist... Okay. Gut, dann klammern wir einfach die Stadt ab. Also, das ist Agnes... Gärtnerhof, da kann ich mit Clara. Ach, Clara. Clara, klar, die hilft uns. Clara ist die Frau von Peter gewesen. Oder eben. Und in der Abtei. Da kann ich nichts machen. Also, das heißt Agnes, Clara, Gasthaus. Gut. Das ist doch ein Wort. Und vielleicht. Frage ich zwischendurch nochmal Mathilda und Wolfgang. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell. Das ist jetzt richtig, richtig Winter, ne? Schön sieht es aus. Die Kirchen, die Abtei. So, da ist die Steinhauerin. Gut, die Geschichte Tassings, also die Geschichte Tassings ist jetzt echt egal. Die scheinen wir nicht mehr zu brauchen. Ah, okay. Da sind die Wandbilder. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. So, dann schauen wir mal auf die Uhr. Ich denke nämlich, dass wir ran sind zeitmäßig. Ja, 53 Minuten. Ich mache für heute und an der Stelle mal Schluss. Wir sind jetzt hier im verschneiten Tassing am Heiligabend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das letzte Kapitel des Wandbildes sich entwickelt, wenn ich mit den Leuten spreche. Agnes, Clara. Und den anderen, die sich im Gasthaus versammeln werden. Ich freue mich schon wirklich sehr darauf, wie die Geschichte weiterentwickelt wird und weitergeht und vor allen Dingen, wie die Auflösung konstruiert wird. Über die kann ich jetzt im Moment noch relativ wenig sagen. Jetzt kann ich den Browser mal ausmachen. Möglicherweise kommt es zu mehr als einem bloßen Zitat der Probleme in Prag. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Und freue mich dann, dass wir ins Finale gehen mit Pentiment, einem wirklich, wirklich tollen Spiel, das mich an jeder Ecke wieder überrascht, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aus einer historischen Perspektive. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass die Schriftarten, dass man die natürlich in der Typografiegeschichte hätte anders einordnen können. Und man darf auch irgendwie mal von der karolingischen Minuskel reden, das geht schon. Ja? Das überfordert niemanden. Aber die Art und Weise, wie hier erzählt wird, wie Geschichten ineinander fließen, wie die römische Kirche
sich in die katholische Kirche entwickelt und die lutherische Kirche, wie es die Gesellschaft spaltet, welche Probleme, welche Umwerfungen hier zu beobachten sind, wie so soziale Dynamiken in dem städtischen Umfeld entstehen, die sich nicht mehr rückgängig zu machen lassen. All das trifft das Spiel ziemlich gut. Und es ist eigentlich vor dem Hintergrund zwar eine Kriminalgeschichte, aber ich würde durchaus den Begriff Serious Game für Pentiment in Anschlag bringen. Es ist unterhaltsam. Es ist bestechend technisch gemacht. Man muss ein bisschen viel lesen, das ist wahr. Aber alles in allem kann man das so, wie es ist, in der Schule einsetzen. Großartig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Also bis dann, ciao.